Hier wird eine Besonderheit sozialistischer Großstädte deutlich. Im Zentrum finden Wohnbauten organisch neben Kaufhäusern, Gaststätten und Spezialgeschäften Platz. Die Neugestaltung Berlins, das ist ein Sonderfall. In der Größe vielleicht. Jedoch nicht in der Anwendung der Prinzipien des sozialistischen Städtebaus und unserer Bauproduktion. Etwa 90% der Wohnbauten werden industriell errichtet. Der Maurer im alten Sinne ist seit langem verschwunden. Wenn wir heute vom Baufacharbeiter sprechen, dann geht es nicht nur um einen neuen Namen, sondern um ein neues Berufsbild. Es wird montiert, nicht mehr gemauert. Die Großplatte entsteht in Betonwerken. Die Arbeit ist leichter geworden. Die Montagebauweise steigert das Bautempo, senkt die Kosten. Also bedeutet Montagebauweise schnellere Überwindung des Wohnungsproblems. Die Lösung der bedeutendsten Sozialaufgabe unserer Gesellschaft. Doch mit der Verwendung der Großplatte sind auch wesentliche gestalterische Probleme verbunden. Sicher ließ der jahrhundertelang verarbeitete Ziegelstein mehr Formenreichtum zu. Doch dass man sich nicht nur mit der betongrauen Giebelwand zufrieden geben muss, beweist diese Lücken kleiner Gestaltung, die gleichzeitig, typisch für den Rostocker Raum, das Motiv des roten Backsteins wieder aufnimmt. Loggien lösen in Form und Farbe die größer gewordenen Flächen auf. Nicht teurer als andere Bauformen, der rundgesetzte Bau und die Eckverbindung zweier Wohnblöcke führen zu neuen interessanten Raumbildungen. Das Bild der Stadtlandschaft wird entscheidend geprägt von der Gestaltung des Bauensembles, dem räumlichen Wechselspiel von Höhen, Straßen und Freiflächen. Dazu gehört die Einbeziehung der Landschaft, wie hier in Suhl. Dazu gehört die praktische und ästhetische Einbeziehung kulturhistorischer Bausubstanz in unser Leben. Sie fordert originelle Ideen heraus. Das gilt in Cottbus, in Rostock und vielen anderen Städten. Neubrandenburg im Norden unserer Republik ist vielleicht eines der schönsten Beispiele für moderne Stadtgestaltung bei kluger Erhaltung und Einbeziehung der historischen Stadtanlage. Die gotischen Stadttore und einige der Wieghäuser auf der Stadtmauer wurden liebevoll restauriert. Um den kreisförmigen Stadtkern, gleichsam als zweiter Ring, die Gesellschaftsbauten der jungen Bezirksstadt. Jedem, dem Alten und dem Neuen, ist seine Wirkung vorbehalten. Ihr Zusammenspiel jedoch schafft den besonderen Reiz dieser Stadt. Und über der Stadt der dritte Ring. Auf den Hügeln, die die alte Kernstadt umgeben, thronen die Neubaugebiete. Die Neubrandenburger fühlen sich wohl in ihren neuen und alten Mauern. Hier und anderswo in unserer Republik gilt praktisch und schön wohnen. Wir konnten hier nur Beispiele zeigen. Es gibt mehr in der Republik zu sehen. Vielleicht Schöneres, manchmal weniger Gelungenes. Seit 1972 wurden mit Beginn des Wohnungsbauprogramms über 500.000, also mehr als eine halbe Million Wohnungen, neu gebaut oder modernisiert. Eine imponierende, eine stolze Zahl. Und doch nur eine Zwischenbilanz. Denn entscheidend bleibt die Aufgabe, die hinter diesen Zahlen steht.
die Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus für uns, für alle Bürger unseres Staates. Übrigens, dieser Film ist 15 Minuten lang. Während Sie ihn ansahen, wurden weitere 4 neue Wohnungen irgendwo in der Republik übergeben. Und es sind nicht nur die Wohnungen, es wird mehr geschaffen. Mehr als nur ein Dach über dem Kopf.